Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das Microsoft Surface Book. In Europa ist aber halt die US-Variante und zwar auch importiert von windowsblog.at. Also unbedingt auf die Domain schauen, falls ihr Interesse habt. Und das ist jetzt so ein kleines Fake-Unboxing, denn natürlich haben wir das Gerät ja schon vorher ausgepackt. Darauf kann man natürlich nicht warten. Und jetzt schauen wir mal gleich, wie das so in der Verpackung aussieht. Ist eigentlich nichts Spannendes. Sieht der Surface Pro 3 Verpackung auch sehr ähnlich. Und das Gerät haben wir jetzt hier schon drin. So, und das nehme ich jetzt hier auch so raus. Okay. Alles jetzt mit einer Hand ist gar nicht so leicht. Und so sieht das kleine 13,5 Zoll Notebook von Microsoft aus. Ist ziemlich leicht, muss ich sagen, und wahnsinnig schick. Das Gerät ist in ein Vapor Mag Magnesium Gehäuse gehüllt, eben wie auch die Surface Pro Modelle, beziehungsweise auch wie das Surface 3. Auf der Rückseite haben wir hier dann das spiegelnde Microsoft Logo, sieht sehr schick aus. Oben rechts dann die Hauptkamera. Und wir sehen uns jetzt einfach mal die Anschlüsse an. Und zwar haben wir hier auf der rechten Seite einen 3,5 mm Klinkenstecker, dann den Mini-Display-Port und das hier ist kein SD-Karten-Slot, sondern der Surface-Connect-Anschluss über den die Tastatur und darüber auch dass also die Tablet-Einheit geladen werden kann. So, dann schauen wir auf die andere Seite. Ist jetzt gar nicht so leicht hier. So, also einhändig ein Video zu drehen. Und zwar haben wir hier zwei USB 3.0-Ports und hier haben wir den SD-Karten-Slot. So, und jetzt klappt man das Ding endlich auf. Und vorher schauen wir uns noch das Scharnier an. Das ist jetzt ganz spannend. Das kennt ihr sicher schon. Habt ihr auch auf vielen Pressebildern gesehen. Und wenn man das so aufklappt, so, dann öffnet sich das ganz schön. Und das ist eben hier der maximale Neigungswinkel. Ein bisschen kippt es hier nach hinten, wenn ich da jetzt am oberen Displayrand ein bisschen damit interagiere. Aber hier unten bewegt sich nur die Tablet-Einheit quasi ganz leicht und ansonsten passiert wirklich nichts weiter. Wir haben hier ein sehr solides, schönes Glas-Touchpad, das wirklich gut funktioniert und sich auch sehr gut anfühlt. Und auch die Tastatur fühlt sich sehr gut an, also was ich bisher davon mitbekommen habe. Das Überraschende beim Touchpad ist, dass es wirklich schnell ist, also auch sehr ähnlich wie beim MacBook. Einige werden es von euch schon kennen, dass es einfach sehr schnell reagiert und auch ohne zusätzliche Einstellungen sind hier auf einmal sämtliche Winkel erreichbar. Und ja, das war eigentlich das Surface Book. Der erste Eindruck ist wirklich positiv. Was ich noch dazu erwähnen kann, ist, dass es hier die quasi Second Highest End Variante ist. Das heißt Intel Core i7 Prozessor und eine integrierte GPU hier in der Tablet-Einheit. Was ich noch herzeigen könnte, ist dieser Mechanismus und zwar wie das Gerät hier abgedockt werden kann. Und zwar drückt man hier einfach ein bisschen länger auf diesen Button in der Tastatur. Dann hört man ein ganz leichtes, leises Klicken. Dann kann man die Einheit, wenn man, so, jetzt hat sie sich wieder verbunden. Das heißt, ich drücke hier wieder drauf, bis es rot ist. So, und jetzt geht das und ich kann es dann mit leichter Kraft eigentlich entfernen. Man müsste halt auch die Tastatur festhalten, was einhändig gar nicht so leicht ist, und dann die Einheit entfernen. So dünn ist das Gerät und anscheinend soll es eine Akkulaufzeit von 4 Stunden haben, wenn man das jetzt so alleine verwendet. Angedockt hat es rund 9 Stunden, habe ich gehört. Laut ersten Tests sind es allerdings schon 12 Stunden, was auch ein sehr respektabler Wert ist für ein so ein schönes kleines Notebook. Auf jeden Fall sehr schönes Display, wie man hier sehen kann. Eine Auflösung von 3000 x 2000 ist ein 3:2 Format eben und ein wirklich, wirklich schönes Gerät, das auch einen sehr, sehr positiven ersten Eindruck macht. Das war's auch schon von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.